Es ist wirklich ein unheimlich schwerer Kurs. Der Berg, also der Hauptberg, ist 4 Kilometer lang. Innerhalb von diesen 4 Kilometern sind es 1,5 Kilometer, die wirklich sehr extrem schwer sind. Und das sind eben auch die letzten 1,5, eben bis zur Kuppe. Und das macht es für Rennfahrertypen wie mich eben sehr schwer, wenn dort ein hohes Tempo angeschlagen wird. Ich denke aber auch, wenn das Rennen schwer ist, haben wir gute Rennfahrer mit dabei, wie Dominik Merz oder Fabian Wegmann, die im Finale eine tragende Rolle spielen können und dann auch ein gutes Ergebnis für die deutsche Mannschaft einfahren können. Ich werde jetzt noch eine lange Einheit vor dem Rennen gestalten, nämlich noch einmal kurz belasten und dann eigentlich eher Erholung und die Speicher auffüllen, sehr viel essen, um wirklich auch mit vollen Akkus am Sonntag am Start zu stehen. Grundsätzlich ist das auch eines der Probleme, eben, dass die Spitze des Verbandes so fern von den Athleten ist. Also ich persönlich habe noch nie dem Präsidenten eine Hand geschüttelt oder mit ihm ein Gespräch gehabt. Von daher kann ich mir auch kein großes Urteil über die Kandidaten erlauben. Am Ende hoffe ich, dass sich einfach jetzt was ändert für die Zukunft und dass die Strukturen, die bis jetzt eben vorhanden waren, dass die ausgetauscht werden und da wirklich neue Ideen und neue Gedanken mit eingebracht werden.